Hallo Leute, hier ist eure Lucia. Ja, heute ist immer noch der 27.03.2015. Gestern am Donnerstag, den 26.03., kam das Update raus. Und wir haben in der letzten Folge der Hexe Pi Bescheid gesagt, dass der Jasper eine neue Vogelscheuche braucht. Und haben schon einen Sack für die Vogelscheuche ausgesucht, den wir auch noch im Inventar haben. Da ist er, genau, einen leeren Sack. Und wir wollten jetzt nach Golden Hills reiten, zum Stall, um einen Heuballen zu holen und später noch zu den Fischern, damit die uns irgendwie ein schönes Seil geben können, weil das muss alles ökologisch sein, weil die Hexe Pi da viel Wert jetzt drauf legt. Und bevor wir mit dem Ganzen wirklich richtig anfangen, grüße ich natürlich erstmal wieder von ein paar Leuten. Und zwar grüße ich von der Zoe Sirenwright, die grüßt nämlich ganz lieb YouTube. Dann wird die Quinn Snowfield von der Alba Dragonstar ganz lieb gegrüßt. Die Donna Orange Bell wird von der Hayden Snowstorm gegrüßt. Die Therese Bluebecker wird von der Katharina Applebecker gegrüßt. Die Paula Snowknight wird von Lara Flowerrock gegrüßt. Die Lea Youngwood grüßt YouTube ganz lieb. Und die Gloria Swiftheaven grüßt alle SSO-Spieler und vor allen SSO-Servern. Und damit wären die ersten Grüße wieder von der Liste runter. Die Grüßeliste ist immer noch voll. Ich werde ein ganz kurzes Ankündigungsvideo machen, wenn ihr wieder grüßen könnt. Dann könnt ihr unter diesem ganz kurzen Ankündigungsvideo alle eure lieben Grüße reinschreiben. Und das wird aber noch etwas dauern. Die Grüßeliste hat immer noch über 120 Leute oder über 125. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe nicht nachgezählt, ehrlich nicht. Und wir gucken mal, was wir jetzt für den Heuballen tun müssen. Karin, renn uns nicht weg. Hallihallo, Alicia. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für dich tun? Wir brauchen Heuballen. Du möchtest einen Heuballen haben, sagst du? Tja, das sollte wohl klappen. Aber du musst mir zuerst bei einer Sache helfen. Gerade erst ist die wöchentliche Heuballenlieferung gekommen. Leider sind einige der Heuballen von der Ladefläche gekullert, als das Lastauto über die Brücke zum Fischerdorf gefahren ist. JB, der Chauffeur, behauptet, er musste einer gigantischen Sturmmöwe ausweichen. Ja, nee, ist klar. Dieses Lastauto angefallen hat. So, nachdem JB gezwungen war, sich gleich wieder auf den Weg zu machen, liegen die Heuballen immer noch im Wasser bei der Brücke. Wenn du alle Heuballen einsammelst, die im Wasser zwischen dieser Insel und dem Fischerdorf schwimmen, dann kannst du dir gleich einen der Ballen behalten. So heißt es. Na, wie klingt das? Gut, beeil dich, bevor die Heuballen ins Meer getrieben werden. Aber wenn die Heuballen doch eh nass sind, dann ist das doch schlecht. Dann kann man die doch nicht verfüttern später für die Fähre. Die müssen doch dann erst trocknen. Wenn das überhaupt noch dann geht. So, ein Heuballen. Zwei Heuballen. Drei. Mein Gott, wie viele müssen wir denn sammeln? 4. Ach ja, schon alle. Oh, es waren nur 4. Okay, habe ich gar nicht drauf geachtet. Für die Leute, die das Pferd noch nicht kennen, das ist Big Brother. Das ist mein absolutes Lieblingspferd. Den Tobiano habe ich schon letztes Jahr irgendwann mal gekauft. Irgendwann im Frühling mal, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Und das ist mein Lieblingspferd. So, danke für die Hilfe, Licia. Das hast du gut gemacht. Ja, was hast du anderes erwartet? Hier ist ein Heuballen, wie ausgemacht. Für was brauchst du ihn eigentlich? Du brauchst ihn für Pi, sagst du? Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Kann man ihr wirklich trauen? Naja, du kennst sie besser als ich. Nimm den Heuballen mit zu Pi. Wir sehen uns. Okay, danke dir, Karin. Gut, dann reiten wir jetzt zu den Fischern und hoffen, dass die uns ein vernünftiges Seil geben können. Ich mach mal ein bisschen Musik an gerade. Und Musik wieder aus. So. Hallöchen, Alicia. Seil brauchst du? Ja, du, das lässt sich wohl einrichten. Du bist genau bei der richtigen Person, wenn es um Seile geht.
Niemand weiß mehr über Seil als ich. Wenn du mir nur bei einem kleinen Problem helfen könntest, dann kannst du jedes Seil von mir haben, was du willst. Wobei ich Hilfe brauche? Ja, also es hat sich ein kleines Unglück hier ereignet. Mein bester Fischköder ist weg und ohne den weiß kein einziger Fisch mehr. Du verstehst also, wie wichtig das ist. Was passiert ist? Also das war so, ich stand hier im Hafen und habe wie gewöhnlich geangelt. Da ist plötzlich ein riesengroßer Fisch an der Fährstation da hinten aufgetaucht. Wenn das die Terrorflunder ist, sagte ich zu mir selbst. Ich war total außer mir. Es ist zwar ein Stück dorthin, aber beim heiligen Dorsch, ich warf die Angel so weit ich konnte. Leider bin ich ausgerutscht und habe die Leine zu früh eingezogen. Die Leine, aber der Köder flog davon. Wie die Leine, aber der Köder flog davon. Egal. Ich versuchte noch herauszufinden, wo er gelandet ist, aber es war hoffnungslos. Er ist in die Wolken geflogen, um dann schneller als ein tollwütiger Aal Richtung Fischerdorf zu verschwinden. Aha. Okay. Ich habe im ganzen Fischerdorf wie ein verrückter Seehund danach gesucht, aber hoffnungslos. Der Köder ist spurlos verschwunden. Fast so, als ob er Beine bekommen hätte und hier herumspaziert. Ansonsten hätte ich ihn doch schon längst gefunden. Also wenn du meinen Köder findest, kannst du so viel Seil haben, wie du willst. Glaubst du, du kannst mir helfen? Wunderbar, auf dich ist verlässlich, ja. Komm zurück, wenn du den Köder gefunden hast. Okay. Ja, schön. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Hallo, Victory. Victory? Heißt das Victory? Aber ja, ich bin gerade am Aufnehmen. Tut mir leid, deswegen kann ich dir nicht antworten. Aber wenn du das Video siehst, dann wirst du es ja sehen. Ah, wieso hat er den denn? Hä? Wieso habe ich jetzt den Köder von dem bekommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber okay. Du hast ihn gefunden? Wunderbar. Was für ein Seil brauchst du denn? Ich weiß auch nicht, das war jetzt irgendwie sinnlos, Dickfest. Was soll das denn? Man hätte wenigstens richtig suchen müssen oder so. Ah, okay. So. Du willst ökologisches Seil? Bist du dir sicher? Du kannst jedes Seil haben, was du willst. Du willst kein unzerstörbares Seil aus Titan und Seil? Oder ein unglaublich schön verziertes Seil aus Gold und Diamanten? Also was gibt es? Okay, ich zwinge dich zu gar nichts. Wenn du also ein ökologisches Seil haben willst, sollst du es auch bekommen. Da wollen wir mal sehen. Hier haben wir es. 10 Meter Seil, hergestellt aus Tang aus der Region. Es hält nicht sehr lange und riecht ganz schön muffig, aber noch ökologischer als das hier wird es nicht. Trag es bei guter Gesundheit. Wir sehen uns. Okay, dann danke. So, dann reiten wir jetzt zurück. So schnell wir können zu Jasper. Nein, zu Pi. Wir müssen das alles bei Pi abgeben, genau. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen müssen bei der Pi. Ich würde mal sagen, bis gleich. So, bei der Hexe Pi angekommen. Und ich möchte natürlich noch kurz erwähnen, dass ich mich mit niemandem zum Videodreh verabredet habe. Das heißt, die Leute machen hier gerade alle selber ihre Quests. So, du hast einen Sack gefunden. Bist du dir auch sicher, dass es unter fairen Arbeitsbedingungen und aus zertifiziertem Material hergestellt wurde? Jasper hat ihn selbst hergestellt und ist mit dem Umweltsiegel versehen, sagst du? Ja, ausgezeichnet. Ja, super. Ah, wie ich sehe, hast du einen Heuballen von Karin bekommen. Du hast das mit dem Rotauge ihr gegenüber wohl nicht erwähnt, oder? Hast du nicht, sagst du? Puh. Du hast einen Seil gefunden, wie ich sehe. Also das riecht ganz schön muffig. Also wenn das mal nicht super ökologisch ist. Gute Arbeit, Alicia. Ah, und dann wären wir für heute auch schon bei der Hexe Pi fertig. Dann gucken wir mal morgen, was die Pi so für uns zu tun hat. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir hören uns dann morgen wieder mit den weiteren Quests von Pi, mit der Vogelscheuche und Jasper und mal gucken, was wir noch alles so machen können. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, eure Alicia.